Was geht ab, Leute? Schreckhaft zum Befehl, TV. So, nichts mit der Frage, wo er jetzt tut. Leute, nehmt mit. Ich habe da nichts verloren. Bei mir hängen auch überall zu Hause. Die Muslime von haben rum. Meine Mutter ist streng Muslim, sehr streng. Ist auf jeden Fall sehr gläubig. Mein Vater war jetzt nicht so der Gläubigste auf jeden Fall. Aber ich glaube auf jeden Fall an Gott. Und wenn man an Gott glaubt, dann glaube ich nicht, dass man bei den Nachrichten sein kann. Ich will mich auch niemals nehmen. So. Ich will mich auch niemals bewerben. Braucht ihr nicht. Glaubst du, die Geldmengen wollen wir Illuminaten? Ja. Sogar sehr viel. Aber Freimaurer, Illuminaten, das heißt nicht gleich, dass es schlechte Menschen sind. Leute ziehen das immer mit dem Teufel in Verbindung. Ja? Freimaurer und Illuminaten. Was sind denn Freimaurer? Freimaurer und Illuminaten sind Leute, die an Licht glauben. Ja? Ich glaube an Gott. Diese Leute glauben an Licht. Das ist jetzt ihr Dings. Wie heißt das? Ihr Symbol. Das Licht. Und es gibt natürlich auch Leute, die an Lucifer glauben. Ja? Das sind dann Bastarde. Aber die glauben dann an Schlechte. Aber Leute, die an Licht glauben, die glauben halt an die Sonne, an das, was sie sehen. Aber das muss nicht heißen, dass sie schlechte Menschen sind, weißt du? Weil die werden die ganze Zeit so, im Endeffekt, wenn irgendein, soll ich dir sagen, wenn ein jemand aus dem türkischen Volk, ja, oder wenn ein aus dem iranischen Volk, Ahmadinejad, ja, sagen wir mal, dieser Typ wird die Welt regieren. Ja, aber ich hab diese... Dann werden wir mal, werden geflickt. Anscheinend ist es nicht so schlimm, dass die Juden das regieren. Es ist gut, dass sie das machen. Okay, es ist ein paar Sachen am Lücken, aber wird ein Ahmadinejad oder irgendein arabisches Volk die Welt regieren, werden wir alle am Arsch, okay? So viele Leute in Afrika verhungern, ja, so viele Moslems. Warum kommen denn diese ganzen krassen Gläubigen, ja, die so viel Geld haben, diese ganzen Ölscheiche, warum kommen die nicht nach Afrika und helfen den Menschen, ja? Und reden die ganze Zeit was von Gott. Ihr glaubt doch an Geld, und dann redet ihr irgendwie die Freimaurer und die Illuminaten schlecht. Alle, kümmert euch echt mal um euren eigenen Scheiß. Weißt du, was ich meine? Die ganzen Ölscheiche haben so viel Geld, alle sollen mal nach Afrika fliegen und da mal eine dicke Investition machen, dass die Leute nicht mehr verhungern. Anstatt die ganze Zeit alles auf die Jugend zu schieben.